Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute seht ihr wieder ein FAQ-Video. Zuletzt hattet ihr auf meiner Facebook-Seite die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen und ich versuche heute in diesem Video nach bestem Gewissen diese zu beantworten. Ich habe auch zwei Einzelfassabfüllungen von der SMWS dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen möchte ich die euch heute nicht vorenthalten und die zwischendrin mal so ein bisschen verkosten, während ich auf die Fragen eingehe. Ich würde auch direkt durchstarten. Ich habe mir mal so ein paar Fragen, die mich selbst interessiert haben, aufgeschrieben. Die erste kommt von Mario Bar und der Mario fragt, ist der Whisky-Markt satt? Aktuell wird er so krass geflutet vom Empfinden her. Wie sehe ich das? Ne? Man muss mal so ein bisschen den Whisky-Markt weltweit zerlegen in ja, die größten Märkte und da muss man ganz ehrlich sagen, die USA und Asien sind die Big Player, die konsumieren Whisky oder kaufen zumindest Whisky wie die Verrückten. Wir Deutschen sind da tatsächlich ein Randmarkt. Frankreich ist da schon ein bisschen bedeutender, aber so doof sich's anhört, wir Deutschen sind so, was den internationalen Konsum von Single Malt Whisky anbelangt, doch ein Randmarkt. Nichtsdestotrotz, die schottischen Destillen produzieren diese enormen Nachfrage in Asien und USA immer noch hinterher, deswegen vergrößern sich die Destillen, da wird 24/7 wie bekloppt Whisky produziert und es werden auch extrem viele Abfüllungen dort auf diese Märkte geworfen, ganz einfach um der Nachfrage nachzukommen, was sie immer noch nicht schaffen. Ja. Logischerweise, wenn jetzt Highland Park oder McKellen oder Laphroaig oder wie sie sich auch alle nennen, in USA und Asien Abfüllungen rausbringen, die quasi auch die Standardsortimente erweitern, gibt es diese Whiskys auch bei uns und weil halt bei uns dieser ja, Verkehr oder dieses Drehen der Abfüllung nicht so schnell stattfindet, wie das in Asien der Fall ist, kommt es uns Deutschen so vor, als würde der Markt aktuell geflutet werden. Es kommt aber nur uns Deutschen so vor. Wie gesagt, der Nachfrage in den großen Bereichen der Whisky konsumierenden Länder sind wir immer noch kein Big Player, definitiv nicht. Und ich denke, das wird sich in Zukunft auch nicht ändern, denn die Brennerei, wie gesagt, vergrößern sich alle, um der Nachfrage nachzukommen und mal schauen, wo das Ganze endet. Aber ich denke, die Taktung an neuen Abfüllungen, die wird nicht weniger, die wird meiner Meinung nach eher mehr. Gut, man muss jetzt mal abwarten, wie die aktuelle Corona-Krise sich auf das allgemeine Konsumverhalten weltweit auswirkt. Ich denke, das wird mit Sicherheit einen Einfluss haben, in welcher Form. Da traue ich mich nicht irgendwie ein Urteil abzugeben, ganz einfach, weil ich es nicht weiß. Das bleibt einfach mal abzuwarten. Ja? Aber wie gesagt, die Brennereien, die produzieren alle wie die Verrückten, einfach um die Nachfrage der großen Märkte zu befriedigen und sie produzieren dieser Nachfrage immer noch hinterher. Deswegen wird es da noch viel, viel Whisky in Zukunft geben. Mal gucken, wie er dann im Preis sich entwickeln wird. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Ja, ich komme auch direkt mal zur zweiten Frage und zwar kommt die vom Jeremias Schönherr und der Jeremias fragt, wie viel gibst du im Monat für Whisky aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die kann ich pauschal so gar nicht mit einem Geldbetrag beantworten. Ich habe jetzt zum Beispiel kein monatliches Budget, das ich mir für Whisky setze. Wenn ich das erreicht habe, dann lasse ich für den Monat bleiben. Das habe ich nicht. Eigentlich kann man relativ gut ausrechnen, wie viel ich im Monat für Whisky ausgebe, wenn man einfach mal die Werte der Flaschen, die ich Monat für Monat in den Videos verkoste, zusammenzähle. Dann kann man sich es ungefähr grob vorstellen. Wobei ich auch dazu sagen muss, nicht jeden Whisky, den ich mir kaufe, bespreche ich auch im Video. Ja, weil eben nochmal, um auf die erste Frage zurückzukommen, es kommen so viele Whiskys aktuell auf den Markt. Natürlich interessieren mich auch extrem viele davon. Und wenn ich jetzt einen habe, der durchschnittlich ist und habe noch einen, der durchschnittlich ist und habe dann aber im Umkehrschluss zwei gute, dann nehme ich mir natürlich eher die zwei guten und bespreche die auch als Empfehlung für euch, bevor ich da die beiden durchschnittlichen nehme, weil davon gibt es leider viel zu viele. Ne? Es gibt Monate, da gebe ich vielleicht 200 Euro für Whisky aus. Es gab aber auch schon Monate, da ging es, ja, so krass sich's anhört, an die 1000 Euro. Das klingt jetzt auf jeden Fall viel. Ich muss aber auch dazu sagen, dass so gut wie jede Flasche, nachdem ich sie im Video verkostet und beurteilt habe, bei mir in eine Flaschenteilung wandert. Ja, früher konnte man das über Facebook machen. Das funktioniert aktuell nicht mehr. Ich musste mir da ein paar Gedanken machen und mache das mittlerweile in einem kleinen Stil über einen Broadcast bei WhatsApp. Da sind ein paar Leute drin und die Flaschen, die verteilen sich auch immer recht zügig. Bedeutet, dass wenn ich mir jetzt eine Flasche Whisky für 200 Euro kaufe, ich diese Flasche im Regelfall auch verteile und behalte dann 5 Flaschen
10, vielleicht 20 CL nur für mich. Und das mache ich bei nahezu jeder Flasche, die ich mir kaufe. Von daher ist es dann unterm Strich doch relativ überschaubar, was ich jeden Monat für Whisky ausgebe. Ja. Aber wenn man es wirklich jetzt von dem Geld abhängig macht, das ich in die Hand nehme, um die Flaschen zu kaufen, weil das mache ich ja auf jeden Fall in erster Instanz, dann kann das teilweise schon mal relativ viel sein. Ja. Aber wie gesagt, ich behalte dann meistens nur ein paar CL für mich und dann passt das. Ja, apropos Verkostung, ich würde jetzt direkt mal anfangen mit dem ersten Whisky von der SMWS, die Scotch Malt Whisky Society, ist quasi eine Art Whisky-Club, also man muss dort Mitglied werden, um irgendwie an solche Abfüllungen ranzukommen. Ich finde tatsächlich vom Konzept her das Ganze ziemlich cool, weil hier steht nirgends der Name der Brennerei drauf. Man geht hier viel mehr über Geschmacksprofile, die man dem Whisky gibt und quasi den Genießer so an den Whisky heranführt. Es steht dann alle nötigen Angaben drauf, wie alt er ist, was es für ein Fass war, Alkoholgehalt und so weiter und oben ein Zahlencode. Und später kann man dann im Internet diesen Zahlencode recherchieren und findet dann auch heraus, was es für eine Brennerei ist, um die es sich hier handelt. Was ich hier verkoste, nennt sich Chasing Chameleons und hat das Geschmacksprofil Spicy and Dry, also würzig trocken. 8 Jahre alt ist dieser Single Malt Whisky, destilliert am 19. September 2011, Region Highlands. Und reift in einem Second Fill Ex-Bourbon Barrel, also ein ja schon mehrfach verwendetes Fass. Also da war früher mal Tennessee Whisky oder Bourbon drinne. Danach wurde das Fass von einer Single Malt Whisky produzierenden Destille, wahrscheinlich ist es die gewesen, schon einmal zur Reifung von einem Single Malt verwendet. Und das ist eben die Zweitbefüllung gewesen. Nach den 8 Jahren hat er noch 58,6 Volumenprozente. Spicy and dry, also würzig trocken. Ich weiß natürlich, was es für eine Destille ist, weil ich habe schon gespoilert. Aber ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen über die Aromen drüber. Vielleicht könnt ihr ja in den Kommentaren einfach mal mitraten, was es sein könnte. Ja, wie gesagt, eine Highland-Destille. 8 Jahre alt. Farblich, ja, ein leicht heller Goldton. Ich habe jetzt meine Zewa-Kontrastrolle nicht dabei. Man merkt, dass es noch ein Junge ist, weil in erster Linie erstmal der Alkohol sehr markant ist. Ist auch eine hohe Fassstärke. Ist eine leichte Süße da. Was Getreidiges. Aber auch so eine leichte Bitterkeit, die ich jetzt so in die Richtung Birnenschale schieben würde. Und das trifft eigentlich auf ziemlich viele Whiskys zu. Schwierig zu sagen, was es jetzt sein könnte. Also ich würde mich jetzt in der Blindverkostung ein bisschen schwer tun. Aber bekommt auch so was leicht Wachsiges. Würzig trocken. Naja, ich finde, der ist eigentlich relativ ausbalanciert. Es ist von allem ein bisschen was da, aber das ganz zart. Eine leichte Würzigkeit vom Eichenholz ist da, ja. Ist eine Fruchtigkeit da. Ist aber auch eine leichte Süße da. Was ich jetzt gar nicht habe, ist die Trockenheit. Aber die kommt vielleicht im Geschmack. Slange. Einen kräftigen Antritt. Ja, er ist definitiv trocken. Und dann wird er würzig. Von daher passt's. Der Alkohol ist, ja, spürbar, klar. Es ist noch ein Junge mit 8 Jahren. Im Abgang lässt der Alkohol nach. Er wird milder. Ist was etwas Herbes da. Also diese Birnenschale trifft's relativ gut. Auch Eiche ist schon da. Eine leichte Würzigkeit. Und er hat so einen Touch von Bergamotte. Hui. Jetzt wird der Brennerei typischer. Es ist ein Kleinlisch. Diese Naschi-Birne, die ich beim 14-Jährigen habe. Und auch dieses Wachsige und dieses leicht Honigsüße, so diese Honigwabe, das hat man jetzt. Beim Runterverdünnen hat man es definitiv. Also jetzt wäre ich wahrscheinlich schon so ein bisschen im Kopf bei einem Kleinlisch gewesen, bei einer Blindverkostung. Er ist ja besser im Mild. Das ist einfach ein junger, kräftiger Whisky, der hat auch noch Ecken und Kanten. Also der 14-Jährige ist schon durchaus gesetzt, hat immer noch ein bisschen Kraft mit seinen 46 Volumenprozenten, aber das ist halt so der, ja, etwas kantigere, der junge Kleinlisch. Das ist so der, der zum 14-Jährigen aufblickt. Ist mal schön, so was bisschen Pureres zu probieren aus der Destille. Finden angenehm.
Aber ich finde, er riecht anders, als er schmeckt. Also im Geschmack hat man auf jeden Fall dieses Trockene, dieses Würzige. Aber in der Nase, finde ich, ist er eher fruchtig süß. Interessant. Und die Eiche ist schon nach 8 Jahren so aromatisch, dass der mich jetzt tatsächlich so ein bisschen an Torfrauch erinnert. Die Eiche hat echt so was total Aromatisches. Und das schon nach 8 Jahren. Und Second Fill. Also, sehr, sehr interessantes Teil. Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Und zwar kommt diese Frage vom Mario Wormuth. Und der Mario fragt, welche 18-Jährige ist dein Highlight-Pet? Vielleicht kannst du einen mit und einen ohne Rauch nennen. Ja, ist kein Geheimnis, dass ich auf den Glendronach 18 Jahre total stehe. Ich liebe Glendronach, ist meine Lieblingsbrennerei in Schottland allgemein. Stehe ich total auf Sherryfass gereifte Single Malt Whiskys und der Glendronach 18 ist für mich persönlich einer meiner All-Time-Favorites. Ich mag auch sehr den 21-Jährigen, aber der 18-Jährige ist für mich persönlich noch so ein bisschen lebhafter und der gefällt mir ziemlich gut. Wenn ich jetzt mal einen 18-Jährigen empfehlen müsste, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, auf den ich jetzt in der Vergangenheit noch gar nicht so stark eingegangen bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Loch Lomond mit 18 Jahren ist ein toller Whisky, hat Bourbon- und Sherry-Fass-Anteil, hat auch einen ordentlichen Alkoholgehalt von 46 Volumenprozent. Ich finde allgemein Loch Lomond, obwohl es so ein hässlicher Industrieschuppen ist, die Qualität kann sich nach dem letzten Eigentümerwechsel auf jeden Fall blicken lassen. Ich hatte da so tolle Tropfen in der Vergangenheit im Glas, auch was unabhängige Abfüllung betrifft. Also die können schon, ja. Und der 18-Jährige ist ein Paradebeispiel dafür, dass Loch Lomond herausragende Qualität produziert. Er fliegt unterm Radar, was sich noch positiv im Preis äußert, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was aber auch ein Whisky ist, der sehr, sehr schön ist, ohne Rauch, ist der Tomatin mit 18 Jahren. Hat ebenfalls einen gewissen Sherryfass-Einfluss, ebenfalls 46 Volumenprozente. Für das Geld, was da aufgerufen wird, bekommt man ebenfalls wie beim Loch Lomond einen sehr, sehr schönen Single Malt Whisky, der volljährig ist. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zum Thema Rauch, ich muss sagen, ich habe einen 18-Jährigen mit Rauch, den ich liebe. Leider wird es immer schwieriger, den zu bekommen, vor allem für vernünftiges Geld. Das ist der Laphroaig mit 18 Jahren. Ich habe den damals in meiner Einsteigerzeit probiert, so als 5. oder 6. Whisky habe ich den mal ever eingeschenkt bekommen und war tatsächlich überfordert. Zum einen vom heftigen Torfrauch, den der 18-Jährige immer noch hat, aber mit dieser ganzen Tiefe und Komplexität. Also ich konnte mit dem nichts anfangen. Ich war klassisch überfordert, als ich den ins Glas bekomme. Ich habe ihn dann ein Jahr später nochmal probiert in Form von der eigenen Flasche, die ich mir gekauft habe. Ich glaube ja damals 2015 oder so habe ich für die 80 Euro bezahlt und da hat er mir dann extremst gut gefallen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich echt in den Whisky verliebt und die Flasche wurde tatsächlich auch relativ schnell leer. Ich habe dann 2018, meine ich, nochmal eine Flasche vom 18-Jährigen gekauft. Da war sie schon deutlich teurer im Preis. Ich habe dann über einen Bekannten aus einer Facebook-Gruppe noch ein Fläschchen gekriegt für 100 Euro. Das war dann für mich persönlich schon meine Schmerzgrenze, was ich für diesen Whisky bezahlen möchte. Mittlerweile, man findet ihn definitiv noch im Internet, aber ich glaube, mittlerweile muss man 180, wenn nicht sogar 200 Euro dafür ausgeben. Und da muss ich sagen, es ist ein geiler Whisky, aber irgendwo hört es auf. Ja. Und 200 Euro würde ich dann auf jeden Fall für den Whisky nicht mehr bezahlen, auch wenn er geil ist. Also wenn ihr den mal probieren wollt und ihr hattet ihn noch nie im Glas, haltet mal, so Gott will, und irgendwann mal wieder eine Whisky-Messe stattfindet. Ausschau nach dem 18er, investiert mal das Geld in einen Dram, bevor ihr das viele Geld in eine Flasche investiert. Probiert den mal, ich liebe den Laphroaig mit 18 Jahren. Eine schöne Alternative ist der Laphroaig Lore. Der kam dann irgendwann mal auf den Markt, um den 18-Jährigen zu ersetzen. Klar hat der nicht das Alter auf dem Etikett. Ich bin aber der Meinung, dass man hier 18-jährige Fässer mit jüngeren Fässern gemischt hat. Das ist der kleine Bruder des 18-Jährigen und zeigt schon mal vom Grundcharakter, in welche Richtung der 18-Jährige geht. Könnt ihr euch gerne mal das Verkostungsvideo angucken zum Laphroaig Lore. Habe ich eins am Start. Ja, und ein 18 Jahre alter mit Rauch, den ich so ein bisschen als Underdog empfehlen kann, ist der Glen Scotia mit 18 Jahren. Ein sehr, sehr schöner Whisky, kommt in so einer goldenen Verpackung, also da passt Optik und Inhalt perfekt. Er ist auch nicht wirklich teuer für das Alter, hat einen ganz, ganz angenehmen, ganz speziellen Torfrauch. Ich finde, Glen Scotia hat so was ganz, ganz Eigenes vom Rauch her. Der 18-Jährige hat das auch, wobei über diese lange Zeit sich der Rauch schon in komplexere Aromen abgebaut hat. Er ist in Bourbonfässern gereift und nochmal in Sherryfässern gefinisht. Auch ein sehr, sehr schöner Whisky, der durchaus ein Underdog ist, aber durchaus empfehlenswert. Ja, die nächste Frage, das ist eigentlich für mich so ein bisschen die spannendste. Der Hans-Jürgen Neumann fragt, Single Cask vom Discounter, wie beispielsweise zuletzt beim Aldi.
was halte ich davon? Ja, in der ersten Frage bin ich schon ein Stück weit darauf eingegangen, dass Deutschland, was den weltweiten Whisky-Konsum betrifft, doch ein Randmarkt ist. Nichtsdestotrotz ist es der Markt nicht zu unterschätzen. Das haben natürlich auch die Lebensmittel-Discounter gewittert, dass mit dem Thema Single Malt Whisky Geld zu verdienen ist. Lidl macht es ziemlich gut, haben mittlerweile ein Sortiment an eigenen Single Malt Whiskys am Start und bauen das immer weiter aus in Form ihrer Eigenmarke Ben Bracken. Es gibt da welche ohne Altersangabe, es gibt auch welche mit Altersangabe. Ich habe, was das betrifft, auch schon einige im Video probiert. Ich meine einen 30 Jahre alten Space Cider und einen 27 Jahre alten Islay. Da weiß man nicht, welche Destillen sich dahinter verbergen. Deswegen sind sie relativ günstig im Preis. Klar sind es keine Mega-Komplexitätsbomben, aber ich finde, die sind extrem gut trinkbar und bieten schon viel Whisky für das wenige Geld. Nicht mehr, nicht weniger. Mir haben sie gut gefallen, zumindest die mit Altersangabe. Diese No-Age-Statements, die es dafür ein Apple und ein Ei gibt, ja, die kann man außen vor lassen, meiner Meinung nach, aber ich finde, die Ben Bracken mit Altersangabe kann man durchaus trinken, ja. Und Aldi geht da sogar noch einen Schritt weiter. Die haben tatsächlich Single-Cask-Abfüllung, also Einzelfassabfüllung am Start, wo sie keinen Markenname draufschreiben, sondern tatsächlich den Namen der Destille. Da haben sie letztes Jahr mal losgelegt mit einem Tininic, einem Single-Malt-Whisky aus den schottischen Highlands. Den habe ich probiert. 40 Euro hat der, glaube ich, gekostet, aber keine Fassstärke, runterverdünnt. Der war total unspektakulär, nichtssagend, also Zuckerwasser, ganz böse gesagt. Ja. Dieses Jahr haben sie dann nachgelegt, vor kurzem kam eine Einzelfassabfüllung aus der Brennerei Strathmill auf den Markt, ebenfalls runterverdünnt auf 46 Volumenprozent, ebenfalls 40 Euro. Auch den habe ich privat probiert und der war ähnlich unspektakulär. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, was halte ich von Einzelfassabfüllung vom Aldi? Nix. Ja, also bevor ich jetzt wirklich für so einen relativ charakterlosen Whisky, sorry, wenn ich es so hart ausdrücke, aber es ist meine ehrliche Meinung, bevor ich 40 Euro für so einen charakterlosen Whisky ausgebe, dann nehme ich lieber 10 Euro mehr in die Hand und hole mir einen Strathmill oder einen Tininic von einem unabhängigen Abfüller, vielleicht sogar noch von einem Deutschen, ja, dann supporte ich lieber den und gebe dem meine Euros, bevor ich diesen Brüders da in den Hals werfe, ganz ehrlich, weil, wie gesagt, Strathmill und Tininic sind Brennereien, von denen gibt es eigentlich relativ viel im Bereich der unabhängigen Abfüller. Und tatsächlich auch schon für 40, 50 Euro, was Aldi aufruft, dann schon von UAs in Fassstärke. Deswegen sehe ich da nicht so den Sinn, für so einen Whisky da 40 Euro auszugeben, wenn es so viel von den Destillen gibt und man auch kleine Unternehmen in Form von unabhängigen Abfüllern supportet. Ja? Also ich finde, diese Ben Bracken Whiskys, die relativ untransparent sind, die auch nicht viel kosten, die trinkt man einfach so weg, das geht klar. Aber wenn es dann wirklich zum Thema Single Cask kommt, wo wirklich der Name der Brennerei kommt, kommuniziert wird, dann bin ich definitiv kein Aldi-Kunde. Da supporte ich dann doch eher die unabhängigen Abfüller, weil es da einfach für dasselbe Geld oder unwesentlich mehr Geld deutlich bessere Whiskys gibt. Meine Meinung. Apropos bessere Whiskys, ich habe jetzt noch ein was eine Überleitung, ne? Noch einen zweiten Whisky von der SMWS hier und der hat Lila als Geschmacksprofil, das heißt spicy und sweet, also so ein Wechselspiel aus würzig und süß. Der Kollege nennt sich Brittle Royale, ist 14 Jahre alt, destilliert am 25. Mai 2005, Region Islay. Und reift in einem First Fill Ex-Bourbon Barrel, also quasi im Endeffekt auch wieder ein 200 Liter Fass, allerdings erst befüllt. Da war nur Bourbon oder Tennessee Whiskey drin, danach direkt rüber nach Islay und diese Destille hier reingeballert, hat nach 14 Jahren noch 59,4 Volumenprozente, also ist 6 Jahre älter als der Kleinlisch, hat aber mehr Alkohol. Ja, ich bin gespannt. Natürlich habe ich mich auch hier schon gespoilert, was es denn ist, aber sehr gerne seid ihr eingeladen, auch hier wieder mitzuraten. Spicy and sweet, also ich meine, es wäre spicy and sweet. Korrigiert mich, wenn ich mich da jetzt vertue. An sich, ich bin gerade mal am gucken, ob das hier irgendwo nochmal draufsteht, dieses Geschmacksprofil. Ne, da stehen nur die Tasting Notes an sich. Ne, ich meine aber, es wäre spicy and sweet. Der ist von der Farbe eine Nuance dunkler als der Kleinlisch. Kein Rauch. Der hat so eine ganz intensive Gebäcknote. Er hat aber auch ein bisschen was Pfeffriges in der Nase. Kommt ja eigentlich hin, ne? Das Pfeffrige ist das Spicy und das Sweet ist der Gebäckteig.
Frucht hat er keine. Ich finde, je länger ich dran rieche, desto würziger wird er einfach. Das ist wirklich so ein Mix aus allem, was man irgendwie im Gewürzregal findet. Neben dem Pfeffer kommt jetzt auch ein bisschen Paprika-Edelsüß dazu. Die Süße von diesem Gebäckteig geht in den Hintergrund, als wird er unheimlich würzig. Ist aber ein relativ simpler. Ich muss dazu sagen, dass beide Whiskys relativ simpel sind. Okay, beim Kleinlich ist es klar. 8 Jahre sind jetzt nicht so lange. Der ist hier 14 Jahre alt. Aber auch der ist sehr mild. Recht pur. Tolles, öliges Mundgefühl, ein kräftiger Antritt. Genau das, was man gerochen hat, schmeckt man auch. Eine gewisse Würzigkeit, ein richtig pfeffriger Antritt, untermalt von der schönen Süße, dieser Gebäckteig. Aber der ist nur ganz kurz da und dann kommt wieder der Pfeffer und schlägt dann richtig zu. Das wird dann richtig intensiv pfeffrig. Hinten im Abgang kommt ein bisschen Eiche, es wird trockener und das fördert das Pfeffrige einfach nur. Ja, es ist ein Bonner Heaven. Auch jetzt trocken. Also so süß finde ich den gar nicht. Also dem hätten sie ruhig auch diesen goldfarbenen Deckel geben können, Spicy and Dry. Weil diese Süße, die ist ganz, 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 ganz dezent und blitzt im Geschmack vor allem nur mal ganz kurz auf. Also der ist voll auf der würzig-pfeffrigen Seite. Wobei mit Wasser wird er schön vanillig, karamellig. Da geht die Würze dann total in den Hintergrund. Ja, so Bourbonfässer sind schon klasse. Also wenn man wirklich mal den Brennereicharakter verfolgen möchte über die vielen Jahre, ohne dass eben das Fass den Charakter zudeckt, wie es beispielsweise so ein Starkweinfass tut, dafür sind die Bourbonfässer geil, dafür liebe ich sie. Ganz einfach, um ja, den Brennereicharakter mit Reifen zu spüren. Ja, und später dann im Glas zu schauen, wie verändert er sich, ja? Wie ist er mit 14 Jahren? Wie ist er dann mit 20 Jahren? Wie ist er mit 30 Jahren? Das ist ja alles durchaus spannend. Eine Frage, die auch schon aufgekommen ist, jetzt nicht direkt in dieser Anfrage, aber da hat mich tatsächlich neulich mal jemand bei Facebook angeschrieben, war die Frage, was war denn der älteste Whisky, den du je probiert hast? War tatsächlich ein Glen Grant, 64 Jahre alt, reifte in einem Ex-Bourbon-Fass, das war wahrscheinlich, keine Ahnung, Fourth Fill, der war immer noch ja, von der Farbe her wie der nach 64 Jahren und er war tatsächlich noch sehr frisch und fruchtig. Ich hatte Birne, ich hatte Malz, ich hatte natürlich auch eine ordentliche Eichenholznote, aber er war angenehm. Er hat eine gewisse Frische gehabt nach 64 Jahren. Der zweitälteste Whisky, den ich im Glas hatte, war ein Mortlach, 59 Jahre alt, reifte in einem Refill Sherry Fass. Das Ding, das war Eichenwasser, also das war Holzessenz, der war nicht gut. Ich liebe Mortlach, aber das war der schlechteste Mortlach, den ich je im Glas hatte, weil es einfach Holzessenz war. Ja? Und der Sherry einfach zu krass auf den Whisky eingewirkt hat nach dieser langen Zeit. Also der Glen Grant war nice, aber Preise für die Flaschen jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, der Glen Grant, 1800 Euro, was eigentlich noch ging damals für das Alter. Und ich glaube, der Mordlach lag schon bei 3000 Euro. Sehr, oh, schön süß. Vanille, Karamell, mag ich ja, bin ich ein Fan von. Frucht habe ich hier nicht wirklich. Vielleicht so ein bisschen ein Apfel, aber das ist vielleicht auch Einbildung. Also auch ein sehr, sehr mildes, angenehmes Teil, einfach klassisch Bourbonfass gereift. Ich mag solche Whiskys, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, um auch mal so ein bisschen diesen ganzen Oversherried Whiskys entgegenzuwirken, die da aktuell im Markt unterwegs sind, der ja offensichtlich gesättigt erscheint, einfach mal so ein bisschen den Kontrast zu bieten mit zwei schönen Bourbonfässern, weil ich bin ein Fan davon und ich würde jederzeit ein Bourbonfass abfüllen, wenn ich das passende angeboten bekomme. Definitiv bin ich ein Fan von. Ja, deswegen auch mein 17 Jahre alter Linkwood, der hier steht. Meine erste unabhängige Abfüllung, die ich jetzt 2020 rausgebracht habe, war mir extrem wichtig, dass meine erste Abfüllung ein reines Bourbonfass ist, ganz einfach, weil ich drauf stehe. Und Linkwood sowieso nice ist.
Ja, wir kommen auch schon wieder zur letzten Frage für heute. Und zwar kommt die vom Alex Walter. Und der Alex fragt, Vorgehensweise beim Verkosten. Wie lange lässt man den Whisky im Mund? Macht man sich da am besten eine Checkliste, die man abarbeitet? Wie erkennt man Aromen? Wie wagt man sich an eine Fassstärke heran? Also das sind viele Fragen in einer Frage. Vorgehensweise beim Verkosten. Also man sollte sich mit Sicherheit nicht einen stressigen Arbeitstag als Anlass nehmen, um sich einen Whisky zu gönnen. Ja, so Stressbewältigung oder Alltagsbewältigung sollte man nicht. Der Whisky ist dafür da. Das ist meine Zeit, ich lege jetzt die Füße hoch, ich schalte jetzt ab, ich genieße den Moment für mich mit einem schönen Whisky und da ist es auch tagesformabhängig, was einem gefällt. Es gibt Tage, ich liebe rauchigen Whisky, aber es gibt Tage, da geht es nicht an mich. Da schenke ich mir ein Artback 10 ein und denke mir, während ich so das Glas an die Nase halte, nee, heute nicht. Ist halt einfach so, alles so ein bisschen tagesformabhängig, man sollte einen schönen Moment für sich haben und dann den Whisky genießen und da ist es eigentlich, wie er den trinkt, jedem selbst überlassen. Man sagt, man sollte ein Nosing-Glas nehmen, also wo sich das Glas an sich von der Tulpe verjüngt, vielleicht jetzt nicht so extrem wie bei dem Glas, das ich hier verwende, aber an sich so klassische Nosing-Gläser gibt es ja jede Menge, wie zum Beispiel das Glencairn-Glas, ja, wobei das jetzt die Mini-Variante davon ist, das sieht aus wie so ein zu heiß gewaschenes, das eingegangen ist, soll sich einfach von der Form verjüngen, aber wenn ihr euren Whisky gerne aus dem Tumbler trinkt, mein Gott, dann macht das, ja. Ich habe hier auch einen stehen, also einen Bourbon trinke ich gerne auch mal aus dem Tumbler. Um Gottes Willen, wenn ihr da Eiswürfel reinschmeißt und euch schmeckt der Whisky so auf Eis, ja mein Gott, dann macht das. Es ist jedem selbst überlassen, wie er seinen Whisky trinkt. Es gibt da kein Pauschalrezept oder kein Knicke, ja, oder sonst irgendwas. Trinkt den so, wie ihr wollt. Zum Thema, wie erkennt man Aromen? So doof sich's anhört, learning by doing. Je mehr man probiert, desto mehr riecht man. Ja, ich habe jahrelang in meiner Whisky-Einsteigerzeit und auch lange darüber hinaus Tasting Notes händisch geschrieben. Ich habe zig Ringbücher hier drin stehen mit Foto von dem Whisky und alles. Ganz einfach, um meine Eindrücke so ein bisschen festzuhalten. Auch wenn ich jetzt beispielsweise im Jahr 2014 einen Balvenie im Glas habe und habe dann meine Eindrücke dazu niedergeschrieben und habe dann erst 2 Jahre später wieder einen Balvenie im Glas. Einfach, um auch mal nachzublättern und zu gucken, okay, wie war denn im Vergleich dieser andere Balvenie? Ja, dadurch habe ich mich allein schon sehr viel geschult, dass ich das Ganze niedergeschrieben habe, mit meinen eigenen Worten, mit meinen eigenen Eindrücken, das teilweise auch zusammen mit Freunden gemacht, um mal zu gucken, wie riechen und schmecken denn meine Kumpels raus. Der eine riecht einen Apfel oder eine Birne. Für mich ist es vielleicht eine ganz andere Frucht. Ja? Also da gibt es auch kein richtig oder falsch. Im Endeffekt gibt es nur 2 Tasting Notes. Schmeckt oder schmeckt nicht. Aber man kann sich natürlich ein bisschen schulen, indem man verschiedene Whiskys probiert. Reine Bourbon-Fassgereifte, reine Sherry-Fassgereifte, die verschiedenen Finishes in Portwein-Fässern, Sauternes-Fässern, Madeira-Fässern. Ist ja doch alles irgendwie ein bisschen anders von der Charakteristik, die diese Nachreifung oder diese Fässer an sich an den Whisky abgeben. Was aber auch hilft, riecht an euren Gewürzen im Gewürzregal. Riecht an allem, was ihr irgendwie zu essen habt. Das mag vielleicht irgendwie für euer Umfeld dann ein bisschen beschissen aussehen, wenn ihr dann plötzlich an eurem Mittagessen an der Gabel schnuppert, aber so habe ich mich auch geschult. Ich bin in den Supermarkt gefahren, habe mir sämtliche Trockenfrüchte und verschiedene Nüsse geholt. Ich habe daheim das ganze Gewürzregal durchgeschnüffelt und so kommt man dann auch mal in den Whisky auf so eine Assoziation nach Kurkuma. Oh ja, oder Koriander oder solche, oder kandierter Ingwer. Wer zum Geier weiß, wie kandierter Ingwer riecht und schmeckt, wenn man ihn noch nie probiert hat, ja, macht es mal. Dann werdet ihr durchaus feststellen, dass man dieses Aroma sehr, sehr oft in einem Whisky findet. Ja? Und wie wagt man sich an eine Fassstärke ran? Ich habe jetzt heute, ich bin tatsächlich, ohne arrogant klingen zu wollen, ein bisschen geübt, was das betrifft. Ich habe in meinem Leben schon ein paar Whiskys im Glas gehabt. Aber so eine Empfehlung von mir immer, wie man sich an eine Fassstärke ranwagen kann, vor allem wenn es eine ist, die Richtung 60 Volumenprozente geht. Probiert einen 40 Volumenprozente als Starter, einen kleinen Dram und danach ist die Zunge ja geeicht, so blöd sich's anhört. Und dann könnt ihr auch ohne Probleme euch eine Fassstärke auf die Zunge legen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt als ersten Whisky am Abend einnehmen mit 60 Volumenprozente. Das kann man machen, wenn man geübter ist, was das betrifft. Aber ist man jetzt Einsteiger, dann sollte man auf jeden Fall, bevor man mit seinen Fassstärken loslegt, einen milden Whisky trinken. Ohne dabei allgemein zu viel Whisky zu trinken. Ja. Ich würde sagen, das waren mal so ein paar Fragen, die ich abgearbeitet habe, ein paar Antworten, die hoffentlich zu eurer Aufklärung beigetragen haben. Wenn ihr noch eine Frage habt, die euch auf der Seele brennt, schreibt es mir doch gerne hier unten in die Kommentare ins Video. Ich werde mit Sicherheit mal wieder in der Zukunft ein FAQ-Video machen und dann nehme ich mir einfach die Fragen aus diesen Kommentaren hier im Video raus und beantworte dann beim nächsten Mal diese Fragen. Ja,
Das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst. Da bin ich immer happy, wenn ich das im Nachgang lese. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bleibt gesund. Haut rein.